So, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Ganz kurz in eigener Sache, wie immer natürlich, falls ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, dann lasst es mir gerne zukommen, entweder über meine E-Mail-Adresse, die ihr in den Kanalerscheinungen findet, rob2k@web.de, oder schreibt mich einfach in-game an. Ne? Da könnt ihr auch den Discord-Link zum Beispiel erfragen, um vielleicht mal eine Runde zusammen mit mir, mit uns zu spielen, zu schnacken. Und über Discord kann man halt auch immer super gut Replays schicken, das ist immer sehr einfach. Ja, das war's auch erstmal. Jetzt geht's los hier. Wir sind unterwegs mit Master Fidi. Und wir gucken mal. Er ist hier unterwegs in seinem Objekt 705A. Das ist der 10er Russe. Und ja, ansonsten, was kann man so sagen? Er fährt erstmal hier Richtung Stadt. Ja, kann man machen. Weiß nicht, ich finde immer die Stadt, ja gut, als Heavy geht's immer noch, aber ich finde die Stadt irgendwie doof. So, sagen wir aber, das ist meine persönliche Meinung und weil irgendwie bleibt das eigene Team, wenn man da hinkommt, die bleiben immer da hängen und da geht's irgendwie nicht weiter. So und, ja, wie gesagt, ist egal. Wir gucken einmal ganz kurz auf die Teams. Er ist hier Top-Tier in einem, als 10er in einem 8er Match, 3-5-7er Verteilung und hat hier viel Fleisch, was er futtern kann, sozusagen, sagen wir es mal so. Einmal ganz kurz, das Squad 2 hier in seinem eigenen, oder das Zug 2 in seinem eigenen Team hier, richtig guter Zug, sowas wünscht man sich. Mal gucken, was da so geht. So, da hat er den ersten. Okay. Und er schreibt, ihr könnt im Chat sehen, lol, ja moin. Ja, ich glaube, das wäre auch mein Text gewesen. Hammergeil. Also das war schon mal schön. Bounced erstmal. Also wir fangen mal von vorne an. Der WZ kommt um die Ecke, schießt, er bounced. 320 Schaden. Schießt und one-hittet einfach mal den WZ. Oh. Okay, 1750 Schaden auf seinem Konto. Das, so kann man doch schon mal gut anfangen. Ach, guck an. Ein kleiner WZ-Dado. Ah, ja, pass auf. Mach's nicht, ja, oder so. Ah, nein. Oh. Und dafür jetzt, haha. Da wollte die Bad-Chat zu viel. So, das war natürlich ärgerlich, dass er da jetzt nicht trifft. Aber okay, ist dann so. Ja, er fährt hier frontal raus. Clever. Ja, oh, der Oro trifft ihn tatsächlich. Wahnsinn. Und hier jetzt, was war denn da? Warte mal, 592 Schaden auf den 110er. Entschuldigung, ich habe hier gerade ein bisschen die Übersicht verloren. Also, wir gucken mal kurz. Oro hat geschossen, 110er hat geschossen. Der Oro trifft schon wieder, diesmal für 400 Schaden. Ja, und jetzt nimmt er hier den 110er raus. Das ist gut. Jetzt kann er sich nämlich um den Oho kümmern. Und ich muss auch nicht mehr ganz so viel kommentieren, was hier alles auf einmal passiert. Super. So, und er winkelt wieder schön an hier. Und diesmal... Nein, trifft er nicht. Okay, hätte ich jetzt vermutet, dass er da... Oh, lass dich nicht zu weit rauslocken. Ich weiß nicht. Ja, wo zielst du hin? Unterwanne, oder? Ja, jawohl. Oh nein, und lässt er 7 HP stehen. Aber der andere Oho nimmt den Gegner Oho raus, kriegt hier eine gedrückt vom Streetswagen 103B, der da hinten steht und sogar aufgeht. Warum geht denn der auf? Ja, der war ein bisschen zu übermütig anscheinend. Kriegt hier richtig krasse Dinger verpasst und denkt sich jetzt so, ah, das war kacke, ich ziehe mich mal lieber ein Stück zurück. Und da steht auch noch ein T28 Prototyp und der bounced hier an Master Fidis Front. So. Kann das jetzt mal bitte ein bisschen ruhiger werden? Das artet ja noch in Arbeit aus hier. Mensch. Okay. 2 Kills hat er aktuell auf dem Konto. 3599er WN8. Und, oh, guck mal an. Ist er schon wieder auf. Und der Prototyp... Nee, daneben. Okay. Macht aber nichts. Er fährt hier erstmal locker flockig geradeaus. Kann er auch machen. Mit dem Panzer ist das überhaupt gar kein Thema. Und er hat immerhin noch auch ja, die Hälfte, bisschen über die Hälfte seiner HP hat er auch noch. Also das sollte auf jeden Fall für die Runde doch noch reichen. Und ah, guck hin. Ja, na gut. Dann halt so.
ging er vielleicht davon aus, so Straßenverkehrsregeln, rechts vor links. Er kam ja von rechts, deshalb ist er einfach gefahren, keine Ahnung. So, gegen das Objekt 705. Passiert mal. Und ja, jetzt hat er gesehen, nachdem im Chat ein paar Mal darauf hingewiesen wurde, dezent ja, vielleicht doch die Basis zu verteidigen. Und er ist der Einzige tatsächlich, der zurückfährt, aber auch nur so halb. Ah, guck mal an, ein Objekt 416. Da kommt er doch nicht ran, oder? Nee, das Objekt ist jetzt über die Schiene auf die andere Seite gefahren. Aber, also hätte er da geschossen und getroffen, dann wäre ich wirklich vom Glauben abgefallen. So, er ist jetzt hier so ein bisschen mittig. Ich denke mal, um halt im Notfall vielleicht doch noch rechtzeitig zurückzukommen, falls sie anfangen zu cappen. Aber halt hier auch noch, um die eigenen Leute am Cap so ein bisschen zu, am Gegner-Cap ein bisschen zu supporten. Haut hier erstmal schön eine Schelle auf den, was ist das, Centurion raus mit 689. Und ja, mal gucken, kriegt er noch einen? Nein, oh, ein kritischer Treffer nur. Da hat er jetzt aber Pech, weil so ein Centurion ist ja jetzt auch nicht so dolle. So, und das Objekt prallt hier das ein oder andere Mal ab. Der Centurion setzt jetzt einen rein und jetzt wird es dann langsam tatsächlich knapp mit den Hitpoints. Bisschen aufpassen. Und das sieht er auch hier und fährt ein Stück zurück, um nicht von allen Seiten beschossen werden zu können. Alter Schwede, er hat schon 16 Treffer erhalten. Wir gucken mal nachher, wie viel da durchging. Auf jeden Fall hat die IS-7 ihm hier schön 472er Brett reingedrückt. Das war natürlich unangenehm. Aber jetzt kann er mal wieder ein bisschen austeilen hier. 640 Schaden auf den Centurion 1. Und das war natürlich wichtig, denn so kann der Centurion jetzt auch nicht mehr unbedingt groß vorfahren und gefährlich werden. So, die letzten beiden sind jetzt auf der Karte. Der Centurion steht unter der Brücke und der T-54 ist da. Das heißt, du könntest jetzt eigentlich rausfahren, wenn du wollen würdest. Denn frontal, würde ich sagen, passiert da nichts, wenn du jetzt auf den Centurion vorfährst. Und er hat mich gehört, er fährt vor. Schön ein paar Bäume umbrezeln erstmal, um zu zeigen, jetzt komme ich. So, oh, Entschuldigung, ich war schon wieder gar nicht in der Übersicht hier drin. Ja, manchmal verleitet das einfach und da haut er nochmal einen Schuss raus hier. Mann, kannst du doch nicht tun, Schuss raushauen, das verfälscht auch die Statistik. Unglaublich, nee, super Runde auf jeden Fall und wir gucken uns jetzt mal an, wie ist denn, was denn die Statistik sagt. Bis gleich. So, Statistik sagt, erstmal auf jeden Fall relativ viele Auszeichnungen. Zweite Klasse, Handgottes, Demolition Expert, Duellant, Wirkungsfeuer, Kugelsicher, Stahlwand und Großkaliber. So, das sind einmal die ganzen Sachen kurz durchgegangen, weil es so viele sind. So, einmal durchatmen, weiter geht's. Wir können hier sehen, er hat 4 Gegner beschädigt, hat dann 1, 2, 3, 4, also das können wir auch gleich in der Übersicht sehen. Das ist doch viel einfacher. Wir gehen erstmal hier hin und gucken. Er hat 5146 Schaden gemacht. Damit hat er, na, nicht ganz doppelt so viel wie der zweite, aber hat hier auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Runde hingelegt. Alleine die 1750 am Anfang hier von dem WZ. Das war natürlich schon ein richtig, richtig guter Start in der Runde. Das hätte sonst auch lange dauern können mit so einem WZ, den da rauszukriegen. Aber gut, ne? Glück gehabt, muss man auch mal haben. Glückwunsch dazu auf jeden Fall nochmal und wir gehen in den Detailed Report. Er hat 13 Mal geschossen, hat 10 Treffer gelandet, davon sind 7 durchgegangen. So, dann hat er 16 Treffer erhalten, davon sind 9 irgendwie abgeprallt, gebounced, also ist abgeprallt, ist gebounced oder sonst irgendwas, keine Ahnung. 7 Durchschläge nur, das ist natürlich auch richtig, richtig gut. Konnte hier 2830 Schaden blocken, hat 5 Gegner beschädigt, 2 zerstört, ist genau 2 Kilometer gefahren und das Ganze hat 7 Minuten 24 gedauert. So, dann gucken wir nochmal hier rein. Ohne Premium-Account hat er trotzdem noch 38.000 Credits Gewinn gemacht. Und man kann hier sehen, Ammo Resupply, Auto Repair, also das hat trotzdem reingehauen. Und ohne das Ganze oder mit Premium hätte er sogar 81.000 Credits Gewinn gemacht und das in einem 10er Match. Muss man sich mal, oh, das ist schon nett. Kann man gut machen. Ja, also,
herzlichen Glückwunsch zu der Runde. War eine schöne Runde. War schön anzusehen. Hat Spaß gemacht, sie zu kommentieren. Auch wenn es da in der Stadt ein klein bisschen stressig war, muss ich ja ehrlich zugeben, da habe ich den ein oder anderen Treffer vielleicht auch übersehen. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde. Ich hoffe, dir und den anderen hat es gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, dann lasst es mir doch gerne zukommen, entweder über meine E-Mail-Adresse, die ihr in den Kanaleinstellungen findet, rob2k@web.de, oder schreibt mich in-game an. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch Discord-Link erfragen und so weiter und so fort. Und dann später auch was über Discord schicken oder dort auch mit uns spielen und schnacken. So, ich bin raus, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Replays, wenn ihr denn welche habt. Oder mir schicken wollt, je nachdem. So, ich wünsche allen einen guten Tag und bis demnächst. Ciao, ciao.